Freitag, 15.12.2017, 7:06 Uhr, Drucken Nutzungsrechte Feedback IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.ADI, Brandet-Schandl-Dieser, wenig Zeit. Am Textende gibt's eine Zusammenfassung. Emmanuel Macron dürfte sich diesen Gipfel wohl anders vorgestellt haben. Frankreichs Präsident will, dass es endlich vorangeht mit den Reformen in der EU, entsprechend wichtig ist der Termin heute Morgen für den Franzosen. Da wollen sich die Staats- und Regierungschefs beim Frühstück mit der Frage beschäftigen, wie die Reform der Wirtschafts- und Währungsunion aussehen könnte. IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.ADI, Outstream, IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.ADI, Mitte-1, für Macron sind diese Reformen zentral. Sicher, die Europäer feierten am Donnerstagabend den Start ihrer besseren Zusammenarbeit bei der Verteidigung, ebenfalls eine Forderung Macrons. Der Kernpunkt seiner Agenda aber betrifft die Eurozone. Hier will Macron vorankommen. Der Franzose fordert ein mehrere hundert Milliarden Euro schweres Budget, um Staaten, die unter sogenannten externen Schocks leiden, zu helfen. Geht es nach Macron, soll es künftig auch einen Euro-Finanzminister geben. Am Freitag haben die Staats- und Regierungschefs der EU erstmals Gelegenheit, sich darüber auszutauschen. Bisher war das Thema nur eines der Finanzminister, und die waren sich alles andere als einig. Hinzu kommt, dass die Bundesregierung in der Frage derzeit kaum sprechfähig ist. Während Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, SPD, viele von Macrons Ideen begrüßt, steht das Bundesfinanzministerium auch unter Interimshausherr Peter Altmaier auf der Bremse. Was ist die richtige Flüchtlingspolitik? Das Problem ist zudem, dass Macrons Eurogipfel von einem ganz anderen Thema überschattet wurde, dem neu entflammten Streit über die richtige Flüchtlingspolitik. IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.ADI, Mitte-2, war Kriteo gleich Kriteo, Kriteo Events gleich Kriteo Events plus H, Function, Kriteo Displacceptable ADI IFAD blocked, Zunight, 458539, Containerit, CRT 4183 FF44, Oberridezone Fluor, False, am Donnerstagabend ging es zunächst um Soziales, Verteidigung, die Verlängerung der Ukraine-Sanktionen gegen Russland und eine gemeinsame Einschätzung der Nahostpolitik von US-Präsident Donald Trump. Sie distanzierten sich von der Kehrtwende in der Jerusalem-Politik der USA. Die Haltung der EU zum Status der Stadt bleibe unverändert. Dann aber, kurz nach 21 Uhr, kam die Flüchtlingsproblematik aufs Tapet. Seit Monaten ringt die EU um die Reform des bisherigen Dublin-Systems, wonach jene Staaten die Verantwortung für Asylbewerber übernehmen müssen, in denen die Neuankömmlinge erstmals die EU betreten. Doch das Vorhaben stockt derzeit, weil die Verteilung von Asylbewerbern per Quote auch im neuen Asylsystem verankert werden soll. IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.ADI, Mitte-4, im